Hilfe, mein Kind hat Fieber, was kann ich tun? Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und genau darum geht's heute. Ja, viele von euch, die Eltern sind, kennen das unter Umständen. Kind hat plötzlich Fieber, unabhängig von dem Alter erstmal. Und dann ist die Not groß. In der Regel natürlich meistens am Freitagabend oder Samstagabend, wenn eh kein Arzt mehr aufhat und dann Hilfe, was kann ich tun? Für uns in unserer Denkweise ist häufig so, dass man sagt, Fieber, oh Gott, das muss jetzt gesenkt werden. Und genau hier möchte ich als allererstes mal ganz klar sagen, bitte nein, Fieber nicht zwangsläufig senken. Denn Fieber ist die beste Möglichkeit des Körpers, um den Virus oder die Bakterien zu bekämpfen und loszuwerden. Bakterien und Viren sind sehr hitzeempfindlich. Das heißt, bei bestimmten Temperaturänderungen sterben die, können sich nicht weiter vermehren und das Immunsystem hat ein leichtes Spiel. Das heißt, wenn wir das Fieber immer sofort senken, nehmen wir dem Kind die Möglichkeit, schnell und einfach zu heilen. Und das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir sollten immer schauen, wenn das Fieber da ist, dass wir das Fieber begleiten, aber nicht zwangsläufig runterdrücken. Die erste Maßnahme ist natürlich bei Fieber zu überlegen, okay, was ist denn da in der Hintergrund? Sind es Viren oder Bakterien? Man kann das in der Regel an der Fieberhöhe sehen. Wenn das Fieber die 39 Grad nicht überschreitet, sind es meistens Viren, klassische Erkältungsviren oder andere Viren. Wenn es über 39 Grad geht, sind es meistens Bakterien, ja, Streptokokken, Staphylokokken, unter Umständen andere Bakterien. Das ist so eine Daumenregel, die natürlich nur eine Daumenregel ist. Es gibt auch Viren, die höheres Fieber machen. Ja, Masernviren zum Beispiel machen auch Fieber von 40 und mehr. Das kann natürlich sein. Im Zweifel immer da den Kinderarzt konsultieren, fragen, was da die Möglichkeit ist. Aber was wir halt viel zu oft erleben, ist, dass die Kinderärzte viel zu gerne einfach direkt Fieber senken und direkt mit Antibiotika handeln. Und das ist oft falsch und zu stark geschossen. Ja, Viren kann man mit Antibiotika eh sowieso nicht behandeln. Das heißt, man macht da nur das Mikrobiom kaputt und lähmt das Immunsystem. Antibiosen sorgen dafür, dass das Immunsystem etwas runtergefahren wird. Das heißt, dem Kind geht es vermeintlich besser, aber eigentlich hat es den ganzen Mist immer noch im Körper. Und tatsächlich ist es immer noch ein Problem. Das heißt, auch wenn wir Fieber senken, verlängern wir im Grunde genommen die Infektion, weil wir den Viren die Möglichkeit geben, stärker zu werden, mehr zu werden. Und das Immunsystem braucht viel länger, um das Ganze zu bekämpfen, wenn seine Sofortmaßnahme nicht irgendwie greifen kann. Das heißt, wenn wir wissen, was es ist, wir selber propagieren natürlich, dass ihr das lernt über die Praxis-Family-Methode. Ja, dort bringen wir euch das genau bei, wie ihr das rausfinden könnt, wie man das testen kann. Ist es jetzt ein Virus, ist es ein Bakterium und welche Mittel sind die richtigen? Es gibt antivirale Mittel, die gut sind, je nach Virus. Es gibt antibakterielle Mittel, die gut sind, je nach Bakterium. Und damit kann man schon mal sehr, sehr gut den Körper und das Immunsystem unterstützen. Gleichzeitig ist eben auch wichtig zu wissen, was ist es jetzt für ein Fieber? Ist es ein trockenes oder feuchtes Fieber? Ein feuchtes Fieber nennt man ein Fieber, wo das Kind immer noch reichlich trinkt und schwitzt. Dieses Fieber ist gut. Dieses Fieber ist positiv, heilsam. Solange wir diesen Zustand haben, kann man ruhig mitgehen bis zu 40 Fieber. Auch 40 ist noch nicht schlimm. Alles, was um 40 bis 41 geht, ist noch nicht schlimm. Über 41 Drama, aber darunter noch nicht schlimm. Ist es ein trockenes Fieber? Trocken heißt, das Kind trinkt nicht mehr, das Kind schwitzt nicht wirklich und es gerät in so eine Art Delirium. Da ist sofort der Gang zum Arzt oder zur Notaufnahme wichtig, denn hier könnten unter Umständen andere Dinge eine Rolle spielen. Das kann das Gehirn betroffen sein. Hier ist es tatsächlich so, dass eine Notbehandlung nötig sein kann, dass Infusionen nötig sind, damit genug Flüssigkeit in den Körper kommt und andere Dinge. Das ist eher seltener, diese Form von Fieber. Aber wenn es soweit ist, dann ist da der Gang zum Arzt völlig in Ordnung. Beim feuchten Fieber ist es oft einfach gar nicht nötig, dass man jetzt direkt irgendwo hingeht. Das kann man im Grunde aussitzen. Wenn ihr das Kind unterstützen wollt, dass das Fieber nicht zu lange andauert oder nachts beim Schlafen stört, gibt es zwei verschiedene homöopathische Mittel, die klassisch gut sind. Es gibt natürlich eine Riesenzahl an homöopathischen Mitteln, die man anwenden könnte, aber diese zwei haben sich bewährt. Das ist Belladonna und Aconit. Belladonna gibt man eher bei diesem trockenen Fieber, Aconit eher bei diesem feuchten Fieber. Und so kann man es auch grob unterscheiden. Im Zweifelsfall natürlich, wenn ihr die Testmethode beherrscht, die Praxis-Family-Testmethode, könntet ihr es auch testen, welches von beiden. Aber ansonsten könnt ihr euch daran halten, guckt trocken und feucht und könnt das dann probieren.
Eine andere Variante, die noch sehr gut ist, ist das Arbeiten mit Wadenwickeln. Also wenn ihr Fieber senken wollt, könnt ihr mit Wadenwickeln arbeiten. Immer wieder kühle Wadenwickel, immer wieder austauschen. Das zieht die Temperatur ein bisschen raus. Aber es ist fiebersenkend. Also damit haben wir eigentlich schon den Nachteil der Fiebersenkung, was wir ja gar nicht haben wollen. Der letzte stärkere Schritt zur Fiebersenkung wäre Ibuprofen. Tatsächlich ist das ein Mittel, das gut funktioniert, um das Fieber einigermaßen runterzubringen und das Kind in eine Ruhe wieder reinzubringen. Und das empfehlen wir vor allen Dingen dann, wenn das Kind nicht schläft. Weil nicht schlafen ist noch schlechter als Fieber nicht senken oder Fieber senken. Ja, das bedeutet, wenn das Kind tagsüber in so einer Art Fieberthema drin ist und jammerig und weinerig und so, das kann man auch ganz gut mitmachen und aushalten und begleiten. Aber in der Nacht, wenn es dann wirklich nicht zum Schlafen kommt, dann ist so eine Gabe von Ibuprofen in Ordnung, einfach weil der Schlaf so wichtig ist. Ohne den Schlaf kann das Immunsystem noch schlechter arbeiten. Ja, wenn der Parasympathikus nicht anspringt, dann kann das ganze System einfach nicht gut heilen. Und so kann man das Kind optimal unterstützen. Ja, das zum Thema Fieber. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Also keine Panik bei Fieber, sondern erstmal Ruhe bewahren, fiebern lassen, völlig okay. Und im Zweifelsfall selbstverständlich einen Arzt konsultieren oder einen Therapeuten, der sich damit gut auskennt. Liebe Grüße, ciao, der Matthias.